Schimpke hat als nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jeder in unserem Land kann darauf vertrauen, bei Hilfebedürftigkeit durch den Staat und durch die Gemeinschaft unterstützt zu werden. Das ist das Selbstverständnis und die Grundlage unseres Sozialstaates. Das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe leitet unsere Institutionen bei der sozialen Unterstützung und Integration der Menschen in den Arbeitsmarkt. Doch auch in Zeiten einer guten Konjunktur, eines prosperierenden Arbeitsmarktes und eines stabilen Haushaltes gibt es Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Deshalb sind wir dazu angehalten, in aller Regelmäßigkeit die Standards der sozialen Sicherung in Deutschland zu überprüfen. Anlass dazu gibt uns die neue Einkommens- und Verbraucherstichprobe als wichtige amtliche Statistik über die Lebensverhältnisse privater Haushalte in Deutschland. In unserer heutigen Debatte betrifft dies Menschen, die Leistungen beziehen nach dem Sozialgesetzbuch 2, sogenannte Langzeitarbeitslose, dem Sozialgesetzbuch 12, darunter fallen unter anderem Rentner, die Grundsicherung beziehen, darunter fallen erwerbsgeminderte Menschen oder auch Personen in stationären Einrichtungen. Und wir diskutieren auch über die künftigen Leistungen von Menschen, die nach Leistungen durch das Asylbewerberleistungsgesetz unterstützt werden. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, meine Damen und Herren, dass auch Bedürftige in unserem Land von der guten gesamtwirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Lage profitieren. Deshalb werden ab kommenden Jahr die Regelsätze im SGB II und im SGB XII um durchschnittlich 5 Euro erhöht. Bei Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren werden wir die Regelsätze um 21 Euro anheben. Unser Ziel ist und bleibt, Kinder aus bedürftigen Familien zielgerichtet und durch eine chancengerechte Politik zu unterstützen. Denn zu oft überträgt sich die Bedürftigkeit in Familien auch auf spätere Generationen. Das wollen und das müssen wir ändern. Bildung ist eine entscheidende Voraussetzung für den Weg in Arbeit und aus Hartz IV. Hier unterstützen unsere Behörden, zum Beispiel mit den Jugendberufsagenturen. Dabei muss man auch ganz nüchtern sagen, und gestatten Sie mir diese Bemerkung am Rande meiner Ausführungen, dass auch die Arbeit unserer Arbeitsvermittler in den Agenturen vor Ort immer mehr der Arbeit von Sozialarbeitern gleicht. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind an dieser Stelle vor allen Dingen auch die Eltern gefragt. Sie tragen die Verantwortung dafür, staatliche Angebote für ihre Kinder auch in Anspruch zu nehmen. Meine Damen und Herren, auch die Regelsätze nach Asylbewerberleistungsgesetz sind Gegenstand des vorliegenden Gesetzentwurfs. Man kann sicher sagen, dass wir in diesem und im letzten Jahr eine Vielzahl notwendiger Regelungen im Bereich der Asylpolitik auf den Weg gebracht haben. Das Ergebnis ist, dass wir heute das schärfste Asylrecht haben, das wir je in der Bundesrepublik Deutschland hatten. Die Verfahren wurden beschleunigt und vereinfacht und Fehlanreize beseitigt. Seitdem erhalten Asylbewerber vorrangig Sach- statt Geldleistungen. Das berücksichtigen wir jetzt auch bei der Berechnung der Regelbedarfe. Wir werden ab 2017 die Regelsätze beim sogenannten notwendigen Bedarf, was ist das? Das ist der Bedarf für Nahrung, für Kleidung, für Unterkunft, die Gesundheitspflege oder auch Haushaltsprodukte um durchschnittlich 17 Euro reduzieren. Denn gerade in den Sammelunterkünften und in denen leben nun einmal Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, werden nicht alle notwendigen Leistungen von den Bewohnern selbst erbracht. Dazu zählen zum Beispiel Kosten für Wohnen, für Strom oder auch die Wohnungsinstandsetzung. Mit der Reduzierung des Regelsatzes beim notwendigen Bedarf schaffen wir somit Klarheit und auch mehr Gerechtigkeit im Sinne aller, die auf staatliche Hilfen angewiesen sind in Deutschland. Wohlgemerkt ist dies, meine Damen und Herren, auch ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie wir Fehlanreize in der bisherigen Asylpolitik reduzieren und abbauen. Meine Damen und Herren, ich möchte eindringlich davor warnen, die soeben erläuterten Anpassungen und auch Kürzungen zu kritisieren. Sozialpolitik ist immer etwas, was eine Gesellschaft sich leisten muss und auch leisten können muss. Ich denke hier gerade an jene Menschen, die dies mit ihren Steuern und mit ihrem Einkommen ermöglichen. Die große Solidarität gegenüber Hilfebedürftigen, aber auch die sozialen Standards, die wir uns geben, sind eine Besonderheit unserer Gesellschaft. Deshalb sollten wir alles dafür tun, dass es diese Solidarität auch noch morgen gibt.
Meine Damen und Herren, wir regeln im Gesetz aber nicht nur die Anpassung der jeweiligen Regelbedarfe. Vorgesehen ist auch eine Neuabgrenzung bei den Regelbedarfsstufen. So richtet sich der Umfang sozialer Unterstützung in Deutschland danach, wie viel Hilfe man tatsächlich benötigt. Besteht eine Ehe, eine Lebensgemeinschaft oder gibt es andere Ressourcen, auf die man selbst zurückgreifen kann, ist der Bedarf staatlicher Hilfe entsprechend geringer. So haben Menschen mit Behinderung, die bei der Familie oder in einer Einrichtung leben, bisher einen geringeren Regelsatz erhalten als Alleinlebende. Das Bundessozialgericht hat uns hier beauftragt, das zu ändern. Ich halte das für richtig, denn Menschen mit Behinderung haben oft nicht die Wahl zwischen einem Leben in der Gemeinschaft oder als Alleinlebender. Sie sind ein Leben lang auf die Hilfe anderer angewiesen. Strittig stellen möchte ich jedoch die Frage, ob Personen, die zwar nicht liiert, aber dennoch in einer Wohngemeinschaft leben, künftig auch wie Alleinlebende behandelt werden sollen. Konkret hätte dies zur Folge, dass Ehepaare und Lebenspartnerschaften einen geringeren Regelsatz erhalten würden und damit benachteiligt werden. Jeder von uns weiß, dass das Leben in der Gemeinschaft, und zwar unabhängig, ob verheiratet oder als Single, immer Einsparungen mit sich bringt. Denken Sie an die geteilten Kosten für Strom, für Kommunikation oder Möbel oder die Geräte in der Küche und im Bad. Wir sollten deshalb davon absehen, eine Regelung zu schaffen, die eine Privilegierung von Alleinstehenden in einer Wohngemeinschaft gegenüber Lebenspartnerschaften in der Sozialgesetzgebung bedeutet. Und das werden wir in den anstehenden Beratungen auch thematisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn hat für die